Willkommen zurück zu Mario Kart Wii Online. Wir befinden uns immer noch im ersten Profil und das ist Grand Prix 4. Und wer den letzten Part gesehen hat, der weiß, dass ich gesagt habe, nein, ich fahre keinen Grand Prix mehr. Allerdings sind jetzt sind wir nochmal 10 Leute geworden. Es sind einige sofort rausgegangen und dafür sind ein paar gekommen, die am Anfang rausgeflogen sind, so wie Flash. Oder neue Gesichter wie Sinjit, der hier gerade an uns vorbeizieht. Der, soweit ich das gerade noch mit den Codes gesehen habe, der gute Ren LP ist, mit dem ich ja zusammen Xenoblade zu Ende gebracht habe. Und ja, da dachte ich mir, und Kenzo war glaube ich auch noch nicht dabei. Oder war mal kurz dabei und ist dann rausgeflogen, ich weiß es nicht. Und ein Team Grand Prix hatten wir ja auch noch nicht. Und dann dachte ich mir, okay, fahren wir halt den vierten Grand Prix noch. Ist doch egal, passt schon. Verdammt. Das war jetzt schlecht. Da fahre ich doch sonst nicht gegen. Mann. Trottel. Schön eng. Das war gar nicht eng. Ich weiß. Team Blau rockt alles weg, so wie es aussieht momentan. Bedeutet, der rote Blitz kommt gleich. Oh ja, der kommt. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Peach ist echt nicht schlecht. Also dieses Machbike und... und Peach in Verbindung, das gefällt mir. Ich hätte gerne Daisy. Ich muss auch echt nochmal kurz abchecken, wie man die freispielt. Das war nicht schwierig. Aber, naja. Zeit, ne? Zeit, Zeit, Zeit. Ist ja immer so die Sache. Wer hat die schon? Wer hat schon Zeit? Da überholen mich zwei. Flash und Sven, ja. So, die machen wir dicht, die Brücke. Da kommt keiner mehr durch, außer Otaro. Reißt die Sachen jetzt alle runter. Und dass ich da gegen die Wand gefahren bin, liegt wahrscheinlich daran, dass ich Funky gewohnt bin und der zieht ja nach dem Mini-Turbo ganz schön weg. Von der, wie heißt sie? Von der Wand. Mein Gott, ey. Ja, okay, es ist jetzt der 7. Mario Kart Wii Part sozusagen am Stück, den ich aufnehme. Das ist natürlich dann so ein bisschen, da gehen die Sprachfails dann auch los. Und das war dumm, aber ich wollte ein neues Item, ja. Außerdem bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es gleich losgeht mit dem Blitz. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Ja, siehst du. Wusste ich doch. Aber wir führen echt weit. Okay, der Rain oder Rainy. Schreib mal, muss das eh mitgesprochen werden oder nicht? Bist du Rain? Es gibt einen Rain oder es gibt einen Rainy oder so. Ich weiß es nicht. Es ist verrückt bei euch. Ah, danke schön. Mann, ich bin so gut gefahren. Obwohl das ein Team-Grand Prix war. Jetzt wird auch noch Rellen auf. Das möchte ich nicht. Holt's mich nicht ein. Holt's mich nicht ein. Ich brauche ein Item, verdammt. Ich hab keins. Oh, 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 oh. Der Sven, der schießt nochmal welche ab. Das ist, okay. Aber der kriegt mich nicht. Doch, der hat mich. Und Sinjit hat mich. Mist! Das wollte ich nicht. Ich wollte doch gewinnen. Ich war doch so gut. Und das blaue Team hat so weit geführt, aber nee, punktetechnisch sieht es fürs blaue Team recht gut aus. Sollte zumindest. 25, 36, das ist okay. Das rote Team ist schuld. Ja. Schuldig seid ihr. Ich beschuldige euch der Wahl von DK Bergland. Oh Mann, warum denn? Wollt ihr mir hier Spaß am Spiel nehmen? Das ist so. Die Leute, die das wählen, die wollen einfach nur, dass ich mich aufrege und die wollen... Und das schaffen die auch damit. Ja, tatsächlich. Das kriegt ihr hin, es stört mich, ich bin genervt und möchte jetzt sofort die Controller auf den Boden schmeißen und sagen, ich gehe jetzt nach Hause. Wenn ich nicht schon zu Hause wäre. Mein Gott, ey, diese Strecke. Aber was soll's, jetzt zeige ich euch einfach, dass mir das gar nichts ausmacht und ich saugut bin. Ah, ja. Nehmt das. Habt ihr jetzt davon. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, das war Lukas. Ja, Lukas oder Daniel. Das war ein blonder Mii. Sinjit war es nicht. Der war auch fies. Der hat nämlich Mondblick gewählt. Genau gesehen. Und, ja, ich benutze nicht. Nö, ich benutze nicht. Also, ich benutze... Hier, die Abkürzung, ne? Warum denn? Krieg doch eh nicht hin. Also, nur, dass ich da am Ende runterfalle und dann noch langsamer bin, als ich sowieso bin, das ist doch Blödsinn. So, passt schon. Blaues Team steht gut da, aber hat auch den letzten Platz gleichzeitig. Wobei der Vorletzte ja meist den Blitz bekommt, ne? Das ist so ein Irrglaube, glaube ich, was die meisten haben. Das,
Der Letzte den Blitz bekommt. Ich bin häufiger mal Letzter. Und ich sehe dann immer, wie der Vorletzte den Blitz kriegt. Also, könnt ihr mir glauben, es ist tatsächlich so. Oh, das war echt nice von mir. Was heißt nice? Der Block hat ihn halt weggebumst. Der Stein. Und da ist der Teamblitz für Team Blau. Oh, Team Blau, du bist so gut. Du bist so gut. Ich möchte lieber die drei Grünen um mich rum haben. Fällt mir besser, auch wenn ich, oh, ich faile hier wie so ein Napp. Komm, Kenzo, Alter, wir machen das jetzt. Bist du auch Peach? Da habe ich mir das gerade eingebildet. Yes, zwei Peach hier ganz wie vorne mitmischen. Oh, ramm mich doch nicht. Hast du bestimmt nicht mit Absicht. Da hatte ich mich aber beim letzten Mal auch aufgeregt, dass Jeffy so oft gegen mich geprallt ist und komische Dinge gemacht hat. Aber er hat es nochmal bestätigt. Er weiß, wie man ein Team Grand Prix fährt. Und er weiß auch, wie man das zu machen hat. Und das war alles eher Zufall. Ja, dass das so gekommen ist. Kenzo fährt die Abkürzung auch nicht. Finde ich interessant. Warum fährst du die nicht, Kenzo? Kannst du die auch nicht? Nee, du bist in einem Clan. Du kannst die bestimmt. Ich glaube, das ist Pflicht. Absolutes Pflichtprogramm bei Clanen. Boah, ich werde Zweiter auf Bergland. Boah, Gott sei Dank noch so rübergeflogen. Aha. Yes, ey. Zweiter auf dem Bergland. Jetzt werden sich alle denken, oh mein Gott, der kann Bergland. Ich wette, viele glauben jetzt, der ist die Abkürzung gefahren. Nein. Ohne Abkürzung. Das müsst ihr erstmal hinkriegen. So, ich glaube, für Team Blau sieht es sogar sehr, sehr gut aus. 44, 78. Team Rot, ihr seid vernichtet. Team Blau hat einen Disconnect. Team Blau, ja, ich glaube sogar, war das jetzt wirklich Team Blau, das einen Disconnect hatte? Jetzt bin ich mir unsicher. Ich hatte es gerade noch gesehen und dachte, es wären die Gegner. Das war gewollt. Okay, wir sind 9 Leute. Ja, ich kann es jetzt echt nicht sagen, also... Ich muss mal gucken, wer da so ist. Kenzo ist hinter mir. Noch einer. Sinjit ist noch da. DBR Lukas ist noch da. Ist denn Otaro noch da? Der ist doch auch für seine Disconnects bekannt, förmlich. Und warum bin ich überhaupt keine Abkürzung gefahren? Ich habe es gerade so gar nicht richtig bedacht, was ich hier tue. Es ist auch immer blöd, hier die Köpfe zu zählen zu wollen. Weil das ist gar nicht so einfach, wenn mein Kopf so fett ist und... Ne, aber ich glaube, die Roten sind zu fünft. Können die Roten jetzt also zu fünften Vierer-Blau-Team schlagen? Ich sage nein. Denn ich bin in diesem Team und ich werde es reißen. Ne, die sind fünf. Die sind fünf. Die sind fünf, definitiv. Fünf gegen Willi spielen die, ja. Und wir sind zu viert. Aber das macht nichts. Denn ich bin dabei. Wie gesagt, ich bin dabei. Das ist alles gut. Keine Angst, mein liebes Team. Rollo wird's richten. Ah, ja, macht nichts, macht nichts, macht nichts, macht nichts. Ich mach die Abkürzung wieder frei, keine Angst. Oh, mein Ohr juckt, verdammt, ich musste dran kratzen. Ich musste wirklich. Und vor allen Dingen ist es auf dieser Strecke ja auch relativ egal. Oh Gott. Ey, das rote Team. Das rote Team, was ist denn hier los? Kaum fehlt einer von uns. Ist alles im Eimer, oder was? Wollt ihr mir das jetzt erzählen? Wo bleibt der Teamblitz? Wo bleibt denn der Teamblitz? Der muss doch mal kommen. Wie viel neues Item? Ja, da haben wir noch ein Item hier auf 4 gekriegt. Können wir die Abkürzung nochmal fahren? Ja, Team Blau sieht ja wieder ganz gut aus. Gut aufgestellt hier. Und rüber da. Und Dritter. Wenn der Leck jetzt nicht irgendwie was geändert hat. Aber das müsste passen. Das müsste passen. Und damit ist Team Rot, Team Blau, natürlich noch mächtig stark dabei. Auch wenn wir einen verloren haben. Jupp, das sieht gut aus. Das ist der Otaro gewesen. Ja, Otaro, tut mir leid. Das ist ja bis jetzt lief es eigentlich ganz gut, aber naja. So, 57,109. Das kann man, glaube ich, kaum noch schaffen. Aber ich drücke dem roten Team trotzdem so ein bisschen die Daumen. Das ganz große Finale jetzt aber wirklich. Und das auf Piazzale Delfino. Gut, kann man durchaus fahren, kann man durchaus fahren. Wenn es mal losgehen würde, genau. So, 2, 1 und go! Und Peach zieht auf 1. Da, wo sie hingehört, natürlich. Das ist Spiegel. Ich merke das erst jetzt. Der ganze Kap war ja Spiegel. Ups, lass mich hier durch.
Spiegel ist immer ein bisschen... Okay, kann ich mit Peach den SC besser fahren? Ich... bitte mach mich nicht platt. Bitte mach mich nicht platt. Ich habe einen Pilz, den will ich behalten. Nein, danke, Daniel. Nimmt mir doch bitte den Pilz ab, dann komme ich auch nicht auf die dumme Idee, den SC zu fahren, den ich sowieso nicht kann. Ja. Toll. Egal, das rote, blaue Team ist nicht mehr zu schlagen. Das ist nicht mehr zu schlagen. Behaupte ich jetzt einfach. Ohne es durchgezählt zu haben. Und ich zähle es auch garantiert jetzt nicht durch, auch nicht in Gedanken oder so. Weil ich die Platzierungspunkte kaum kenne, ist echt so. Ich bin da ein bisschen... Ich versuch's jetzt nicht. Man hätte jetzt sagen können, komm, behalt den Pilz doch. Der SC steht hier frei. Und nein, ich versuch's trotzdem nicht, ne? Auch nicht. Ja, das war... Den hätte ich mir sparen können. 7 Mario Kart Wii Parts am Stück, Leute. Mir geht so ein bisschen die Puste aus hierbei. Könnte man jetzt auch langsam merken. Super. Super. Passt schon. Nee, ich bin jetzt auch ganz froh, wenn das Rennen hier vorbei ist. Also, dass der Renntag dann durch ist. Muss man so sagen. Irgendwann ist halt mal gut gewesen. So. Was kriegen wir hier auf dem letzten Platz? Ein Kugelwilli. Und ich wollte ihn noch gar nicht einsetzen. Vor allem nicht da auf dem Ding. Das ist doch Blödsinn. Naja. Hier wäre es eigentlich nicht schlecht gewesen. Schön auf der Gerade. Oder halt überlegen, ihn bis zum bitteren Ende mitzunehmen. Aber ist ja viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Sterne, Maxi-Pilze. Und das ist nur das kleinste Übel. Ich meine, da gibt es ja immer noch die guten alten Blitze. So, kann ich den Daniel auch noch treffen? Das wäre sehr schön. Yep. Aber ich ramme mich damit aus dem Wheelie. Mich selbst, ja. Weil ich einfach mal gegen den fahre. Wie so ein Noob. 3 Pilze. Wenn man es mit 3 Pilzen nicht hinkriegt, dann kriegt man es nie hin. Oh, habt ihr das gesehen, wie schön er das gemacht hat? Das war ja schon beinahe traumhaft schön. Ah, Vierter! Okay, die ersten beiden sind in roter Hand, aber das wird nicht reichen, Leute. Das wird nicht reichen, schon allein die Tatsache, dass ich hier auf dem 5. Ach, Mann. Egal. Ich habe 27 Punkte, ich bin zufrieden. 87 zu 129. Das war's für den Mario Kart Wii Renntag. Das war's von mir und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann und ciao.